Lex und Geekstar. Oh, na, das verhagelt mir die Laune. Hallöchen, ihr Süßen. Wie würde es euch gefallen, wenn ich euch das Skaten beibringe? Loser Enten. Na los, gehen wir. Und ab. So ein Schotter. Total übel. Das haben sie nur davon. Hochlebe das Singlelebein. Ja, also haben wir noch viel Kohle gespart. Und Muskeln sind doch nur was für extrem Hirnmuskelbehindikusse. Was denn? Trainierst du heimlich? Volle Pulle pumpen, Kollege. Nicht doch, so macht man das nicht. Ihr werdet euch noch verletzen, Freunde. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Dr. Frankenheini, Spezialist für plastische Chirurgie. Meine Arbeit besteht in erster Linie darin, Körperteile operativ zu verschönern und in Einklang zu bringen. Hast du wohl noch eine Ecke Nachholbedarf? Ja, leider hatte ich bis jetzt noch keine Zeit, an mir selbst Hand anzulegen. Im Augenblick bin ich dabei, eine neue revolutionäre Methode auszuprobieren, die ich selbst entwickelt habe. Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach Versuchsobjekten. Hättet ihr vielleicht Interesse? Was für ein Ding? Naja, ich bin ja sowas wie ein Lustobjekt. Ich suche junge, unverbrauchte Hänflinge, die Muskeln aufbauen wollen, um auszusehen wie Superman. Und warum laberst du ausgerechnet uns dann hier voll? Ja, also uns kann der Wasserkopf damit ja nun gar nicht meinen. Was soll's, wir können uns ja die Schose mal reinziehen. Meine Freunde, ich werde euch einen Traumkörper verschaffen. Einen Körper, der die Frauen vor Verlangen in Ohnmacht fallen und Männer vor Neid erblassen lassen wird. Einen Körper, mit dem ihr ausseht wie Herkules persönlich. Also, ich weiß nicht, auf was für ein Trip wir hier sind, aber die Sache mit den ohnmächtigen Schnitten klingt doch ganz fluffig. Gentlemen, wir fangen an. Tretet in die Pedale. Was? Kannst du knicken? Kasernenhof läuft hier nicht. Dieses System habe ich entwickelt, um eure Anstrengungen zu intensivieren. Sobald ihr aufhört, in die Pedalen zu treten, fährt der Quälbolzen aus dem Stuhl. Clever, nicht wahr? Perfekt. Und nun injiziere ich euch eine kleine Portion Nährstoffe für die Arme. Ausgezeichnet. Und jetzt werden wir mal die Bauchmuskeln auf Vordermann bringen. Junge, ist ja krass. Total aufblasen. Keule, du siehst irgendwie ein bisschen kompakt aus. Der totale Traumkörper. Ich bin überall ganz hart. Aber du siehst ein bisschen ranzig aus. Komm weg von meinen Knöpfen. Mach mal hier nicht so viel Wind, du Gurke. Na warte, ich lass dir gleich die Luft raus, du Sumpfbacke. Wirst schon sehen, was du davon hast. Versuch's doch, du Lutscher. Hört sofort auf, ihr Idioten. Wollt ihr denn meine Arbeit ruinieren? Ihr macht doch die wunderschönen Körper kaputt. Los, geht da rein und seid schön artig. Nach diesem Versuch ist das Experiment fast beendet. Danach reiße ich dir den Hintern auf. Von träumst nachts, du Loser. Ich mach dich alle. Und ich mach dich noch alliger. Meinst du das hier sexuell? Schon bald werden ihre Körper uns gehören. Fifi! Es hat funktioniert. Wir haben die Körper getauscht. Ich habe schon immer davon geträumt, dass ich einen schönen, durchtrainierten Körper habe, ohne dafür trainieren zu müssen. Ich bin so übermäßig stark. Alter, das war eine Reinlege. Fifi, es ist soweit. Jetzt gehört die Welt uns. Oh, ein tolles Gefühl, so stark zu sein. Wow, los, hol das Stückchen, Fifi. Hey, was ist mit Aufrufen, Idiot? Keine Unverschämtheit. Haben Sie noch nie was von Leinzwang gehört? Ach, alles klar, ich verstehe schon. Das ist doch nichts weiter als heiße Luft. Schon, Flexi, wir gehen eine Runde Gas. Langweilig.
ein Küsschen. Oh nein, ich hab Migräne. Cool, Slack, siehst du, was ich sehe? Oh. Na, kleine Barbie-Schnute, wie geht's denn so? Hier müffelt's extrem nach Hund. Ach, warum bin ich nicht als Maus zur Welt gekommen? Oder vielleicht als Riesenelefant? Seht doch, die Schwanzfliege hat den Apparat aktiviert, Leute. Aber in der anderen Glasglocke befindet sich niemand, also werden wir nur transportiert. Und ihr bleibt für immer kleine Hänflinge. Du Loser, Doktor. Oh, na klasse. Ich bin ein muskelbepackter Hengst. Dankeschön. Dankeschön, Jungs. Los, schnappt ihn euch. Wir müssen sofort die Umwandlung vollziehen. Kommt keinen Schritt näher. Wenn ihr meinen Körper anrührt, verpasse ich euch das hier. Jetzt macht ihr euch ein Töschen, was?